G. Gärten und Parks. Wenn Sie gerade im Zentrum Wiens unterwegs sind und eine Pause benötigen, können Sie das jederzeit in einem der wunderschönen Innenstadtparks oder Gärten machen. Es lohnt sich. Schließlich erwarten Sie im Frühjahr alleine im Volksgarten 400 Rosensorten in Blüte. H. Hundertwasser. Das Hundertwasserhaus in Wien zählt zu den architektonischen Highlights Österreichs. Das vom Friedensreich Hundertwasser gestaltete Haus zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Manchmal allerdings fühlen sich die Wiener wie in einem Museum. Vielleicht brachte gerade das den Maler Hundertwasser auf die Idee, ganz andere Häuser zu bauen. Und zwar solche mit unebenen Wänden, ungleichen Fenstern, bunten Fliesen und Säulen, ja sogar Gärten und Wiesen auf den Dächern. I. Imperiales. Wandeln Sie auf den Spuren der Habsburger Monarchie von einst. Besuchen Sie die prächtigen Barockschlösser Schönbrunn und Belvedere. Werfen Sie in der Hofburg einen Blick auf die Schallzentrale des einstigen Riesenreiches und spazieren Sie über die prächtige Ringstraße. J. Jugendstil. Besuchen Sie Klimt und Schiele an den Städten Ihres Wirkens, der Zeit Ihrer Kunst, der Kunst Ihrer Freiheit. So steht es über dem Portal der Sezession, einem der wohl berühmtesten Gebäude des Wiener Jugendstils. Bedeutende Maler, Architekten und Designer fühlten sich damals diesem Motto verpflichtet und schufen prächtige Werke, die bis heute in aller Welt bewundert werden. Wien-Besucher werden nahezu an jeder Ecke an die künstlerische Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert erinnert. In der Architektur hielt der Wiener Jugendstil oder auch Sezessionsstil Einzug. K. Klimt. Gustav Klimt war ein bedeutender österreichischer Maler und einer der bekanntesten Vertreter des Wiener Jugendstils. Viele Werke Klimts, vor allem Designeranfänge, sind permanent in Wien zu sehen.